mein Bullet Journal, beziehungsweise einfach mein ganz normaler Kalender, wo ich alle Termine und so weiter reinschreibe. Einfach mein Baby, was ich immer mitnehme. Ja, das ist für YouTube und für meinen Podcast. Da plane ich einfach so Ideen und dann, wie ich es auch filme, beziehungsweise aufnehme. Das habe ich fürs Koreanisch lernen, wo ich aufschreibe, was ich wann lerne und generell einfach so Sachen reinschreibe, was mit meinem Koreanisch lernen zu tun hat. Das ist mein Law of Attraction Heft. Ja, falls ihr noch nicht wisst, was Law of Attraction ist, beziehungsweise was ich da so reinschreibe, könnt ihr gerne mal bei diesem Video hier vorbeigucken. Da habe ich mal alles erklärt. Das ist mein Schreibbuch, wo ich einfach so meine Poesie reinschreibe. Das ist mein Tagebuch. Ja, ich führe Tagebuch. Und das hier ist mein Was-heute-gut-war-Buch. Ich schreibe nämlich jeden Abend auf, was an dem Tag für mich gut war. Und das steht alles hier drin in meinem Was-heute-gut-war-Buch. Positivity. In meinem Bullet Journal habe ich eine jährliche Übersicht, wo ich erstmal das Jahr an sich, die groben Termine wie Urlaube und Geburtstage und so weiter alles reinschreibe. Dann habe ich aber auch noch eine monatliche Übersicht, die ich dann auch jeden Monat neu gestalte und neu reinschreibe. Und dann habe ich natürlich noch eine Weekly- bzw. Daily-Seite. Momentan sieht meine Woche so aus, aber ich kam mit dieser Organisation irgendwie nicht so zurecht. Deswegen habe ich für meinen Februar das jetzt so gestaltet. Ist noch nicht mega schön, aber das hat erstmal so die Skizze, wie ich es ungefähr haben will. Weil ich irgendwie finde, dass ich damit dann doch mehr Platz habe als mit meiner alten Organisation, mit meinem alten Layout. Obwohl ich das auch eigentlich richtig schön fand. Ich hatte halt links diese ganzen Tage und rechts hatte ich dann Platz für Notizen. Ich habe meinen Fokus der Woche aufgeschrieben. Ich habe ja To-Dos aufgeschrieben und so weiter. Aber ich möchte auf jeden Fall in Zukunft auch einen richtigen Daily-Planer haben, dass ich nicht nur die Wochenübersicht habe, sondern auch die Tagesübersicht, weil ich es besser finde, wenn ich meine To-Dos richtig ausführlich aufschreiben kann. Aber momentan habe ich das halt noch so wöchentlich, jährlich und monatlich, aber ich brauche auf jeden Fall auch noch täglich. Eigentlich bin ich eher so der Fan, etwas richtig aufzuschreiben auf Papier, aber natürlich ist mein Handy auch immer mit dabei und deswegen habe ich in meiner Notiz-App, was auf meinem Handy schon drauf war, diese Notiz-App, habe ich da ja verschiedene Notizen aufgeschrieben. Eins davon ist beispielsweise meine Videoideen, einfach so, das ist einfach so ein Braindump. Und dann habe ich auch noch Podcast-Themen, die ich eventuell irgendwann mal aufnehmen könnte. Generell einfach so Braindump-mäßig paar Ideen, aber wenn es dann dazu kommt, es richtig aufzuschreiben und richtig zu planen, dafür habe ich meinen Content-Planner. Ja, ich bin wirklich, ich habe so viele Listen, aber mein Content-Planner sind verschiedene Blätter, ganz einfach. Und jedes Blatt enthält 3 Monate, gerade sind halt Januar, Februar und März da. Und da trage ich halt immer ein, wann ich welche Videos hochlade und wann ich welchen Podcast hochlade. Und es klappt bei mir noch nicht so gut, weil im Endeffekt mache ich irgendwie immer das, worauf ich den Bock habe, aber trotzdem hilft es mir, mich so ein bisschen zu strukturieren und so eine grobe Idee zu haben. Bei mir ist halt mein Podcast rosa, meine Videos sind grün. Dann habe ich unten noch eine Legende, wo ich quasi abhaken kann, was schon erledigt ist. Wie zum Beispiel, ich habe das schon geplant in meinem Podcast und YouTube-Buch. Da plane ich halt immer, wann, was ich noch shooten muss, was ich schneiden muss, bla bla bla. Habe ich einen Haken für Plan, dann habe ich den zweiten Haken für gefilmt oder aufgenommen. Dann habe ich den dritten Haken für geschnitten. Und den vierten dann für komplett fertig, hochgeladen, bereitgestellt und so weiter. Ja, wie gesagt, ich habe eigentlich alles lieber in meinem Bullet Journal drin, weil das mein Bullet Journal ist so, da ist so gefühlt alles von mir einfach drin. Aber damit ich auch schnell Zugriff drauf habe, wenn ich gerade das mal nicht parat habe, habe ich noch meine To-Do-Listen-App auf dem Handy. Ich habe da so verschiedene Sachen. Ich habe da zum Beispiel einmal zu klären. Ich habe das richtig komisch genannt, aber zu klären ist für mich einfach was ich nicht wirklich machen muss, aber einfach so Sachen, die ich noch klären muss. Bei mir war es zum Beispiel eine Sache wegen YouTube. Da muss ich nicht wirklich was machen, aber da muss ich einfach nur kurz was besprechen dazu. Dann ist das nächste längere Zeit. Zeit sind für mich Aufgaben, die in den nächsten Monaten fertig sein sollten, aber die jetzt nicht so Priorität haben, die jetzt nicht total wichtig sind, dass ich das diese Woche noch mache. Dafür habe ich meine To-Do-Diese-Woche-Liste, wo nur eine Sache drinsteht. Ja, weil eigentlich schreibe ich halt immer meine Tages-To-Do-Listen direkt in mein Bullet Journal oder halt in meine Notizen oder bei WhatsApp an irgendjemanden, dass ich es halt immer sehe. Falls ich noch irgendwann mal Zeit habe, habe ich meine Wäre-Gut-Liste. Ja, für Sachen, die ich irgendwann mal machen sollte, die cool wären zu machen, die auch, ja, die einfach gut sind zu machen, aber die auch keine Priorität haben, dass sie total wichtig sind, dass ich sie jetzt mache. Bevor ich mein Bullet Journal hatte, habe ich ganz normal geplant mit dieser Google Calendar App, die ich auch immer noch gut finde, um wirklich nochmal die Monate, die Übersicht einfach zu haben. Deswegen trage ich da meistens auch noch so grobe Termine ein.
Und das war es auch jetzt eigentlich schon. Mehr plane ich eigentlich gar nicht. Okay, es ist schon ziemlich viel. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so plant. Das würde mich echt mal interessieren, weil ich ja momentan wieder richtig in diesem Bullet Journal Feeling bin und es mich echt freut und sehr viel Spaß macht. Und ich habe überlegt, dass ich auch bald nochmal so ein Video zu meinem ganzen Bullet Journal Setup mache, weil es schon ziemlich komplex ist, was ich da alles drin habe. Ich denke, es würde euch bestimmt interessieren. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns dann am Donnerstag mit einem neuen Video wieder. Habt eine schöne neue Woche. Bis Donnerstag. Tschüss.